Wir spielen die Geschichte von Wu. Ja, Freunde, willkommen zurück zu Dynasty Warriors of the Extreme Legends. Ich habe hier nicht nur irgendwie Chinesisch gesprochen. Das steht da wirklich. Es ist mir aufgefallen, wo ich den letzten Part beendet hatte, also die Aufnahmen beendet hatte. Da unten. Zieht euch das mal rein. Spiele sie die Geschichte von Wu. Nicht schlimm, kleiner Fehler, fehlt das N, aber es hört sich jetzt echt chinesisch an. Ungewollt geil. Ich mag's. Du hörst ihn natürlich zwar nicht ins Spiel, aber mein Gott, ist das Spiel deswegen schlechter wegen einem Fehler, Mann? Natürlich nicht. Aber fällt mir nur so am Rand auf. Das wollte ich mal erwähnt haben. Gut, wir machen weiter mit der allerletzten Schlacht der Story gegen Wu, wenn man es überhaupt so sagen möchte. Optional Schlachten halt gegen Wu. Das ist der richtige Begriff. Das geht nicht auf der Seite der anderen. Und das auch nicht. Deswegen ist das jetzt hier unsere letzte Schlacht gegen Wu im freien Modus. Die Verteidigung von Jiangling, das war diese krasse Sache, wo wir die Feuerangriffe abwehren mussten und. Und jetzt spielen wir mal auf der Seite von Cao Cao. Das könnte tatsächlich sehr schnell zu Ende sein. Weil Cao Cao war da massig überlegen. Schon wieder Wei. Wisst ihr, auf wen ich jetzt mal richtig Bock hab? Genau, auf Jiaxu nämlich. Wasserschneide, geiles Ding, ey. Oh, die Angriffsgeschwindigkeit ist ein Traum, Mann, diese Waffe. Die ist echt super. Saphir klingt fast zu ihm. Treffsicherheit, okay. Red Hair. Cool, Leon Youngs hier, okay. Nicht gut, gefällt mir nicht. Gefällt mir nicht. Nee. Wisst ihr was? Jiaxu, der kriegt andere. Der kriegt natürlich Zhang Xiu. Huste er, wenn ich ihn finde. Und dann muss ich mal gucken. Huste er. Zhang Xiu. Ah, ich weiß nicht, ob ich die jetzt direkt finde. Huste er haben wir schon mal. Möchte aber auf diesen Slot. Oh, toll. Dein Ernst? Nee, Freund, ich mach das mal offscreen. Dauert zu lange. So lass ich's. Huste er. Zhang Xiu und Li Jue. Ich meine, er war auch mal bei Li Jue. Und dann hat, also Li Jue hat ihn scheiße behandelt und hat sich Jiaxu gesagt, nee, auf den habe ich keinen Bock mehr. Dann wechsle ich die Fraktion und dann ist er nach Zhang Xiu gegangen. Gut, das brauchen wir nicht. Meine Leibwächter sind doch schon stark genug. Quatsch. Das Kostüm fand ich ja immer geil als das neue. Ich zeige nochmal zum Vergleich das neue. Na, es wäre einfach zu viel weiß. Das hier ist passt. Wie Faust aufs Auge zu Jiaxu, finde ich. Das bleibt so. Und dann geht es auch schon los. Ja, ich suche mir mal wieder eine andere Mucke. Ihr kennt das ja. Okay. Last Stand. Ah, da ist die Rest 3. Mhm. Oh, Ultimate Pressure. Wie episch. Das nehmen wir. Das ist ein geiler Soundtrack. Das ist die Schlacht von Guandu aus Dynasty Warriors 6. Da wird richtig krass eine Atmosphäre aufgebaut. Richtig heftige Schlacht so ungefähr. So kommt das rüber durch diese ganzen E-Gitarren und wie es da abgeht. Ziemlich cool. Auch ein bisschen bedrohlich wirkt das Ganze. Und vor allen Dingen üben wir ja hier Ultimate Pressure aus. Guckt euch mal diese Armee an. Na gut. Die sind jetzt auch nicht ohne. Bisschen unmodelliert hier die Schlacht. Normalerweise sah es ganz anders aus. Egal. Luxun, Zura, Ganning, Ling Tong, Su Sheng. Okay, das war's. Hier Sun Sheng, der nur in dieser Schlacht auftaucht. Und erstmalig mein Gegner ist. Der neue Ex-Angriff von Jiaxu. Ich mag den alten am liebsten. Das ist der hier. Ach, du frierst hier. Burn. Ach, Jiaxu macht schon Spaß. Vor allem hier mit Angriffsgeschwindigkeit. Ach, Wang Shuang, was ist denn los mit dir? Ah, Sun Sheng, ne? Sun Sheng, der neue Charakter. Oh, ja, ich hab wieder. Warum ist der Part schon so krass? Ne, dann werde ich den jetzt erst besiegen. Die üben auch Ultimate Pressure auf unser Hauptlager aus, wenn sie hier Sheng Miao besiegen oder wer hier deft. Deswegen.
Werden wir die jetzt erstmal aus der Welt schaffen? Nee, Zhang He und Manchong sind es. Okay. Verpiss dich, du Saftsack! Nichts drauf außer Zahnbelag. Weiß nicht, wie du Wang Shuang besiegen konntest, aber ist mir auch egal. Du wirst nicht mehr lange hier sein. Du wirst nicht mehr lange unter uns weilen. Ach komm, was soll das jetzt? Toll. Hab ich nur gemacht, um mich jetzt hier aus der Bedrulle zu ziehen. Firefox 35.01 verfügbar. I don't care. Verpiss dich. Brauch ich nicht. Ich nehme eh nur Google Chrome. Oh, Oder war es einer von meinen Verbündeten? Einer ist gerade abgegangen. Muss einer von meinen Verbündeten gewesen sein. Weil hier gar kein Offizier von Wu ist. Also kein richtig starker wie Luxun oder so. Hujong! Die! Oh, so ein Sheng nervt schon wieder. Jetzt haben wir ihn aber gut. Jetzt besiegen wir ihn. Kascha! Schaffen wir! Nichts! Ach, Jiaxu, dein Ernst! Aber ja, bis. Okay. Aber Sun Cheng, gar nicht schlecht. Gut geschlagen hast du dich. Wird wahrscheinlich das einzige Event gegen ihn sein. Das erste Mal und das allerletzte Mal, dass wir gegen ihn kämpfen, weil er taucht nie auf! In keinem Dynasty Warriors. Nur hier. Und nur in dieser Schlacht. Ja. Früher in den alten DWs gab es so nicht so viele Offiziere. Also nicht nur die wichtigsten, auch nur die wichtigsten Nebenoffiziere, aber dazu später mehr. Aber in DW1 sowieso. Da gab es ja wirklich nur die allerwichtigsten. Da gab es ja auch nur 18 spielbare Charaktere oder so. Immer noch mehr als bei Hyrule Warriors. Größter Kritikpunkt bei Hyrule Warriors ist halt, dass es nur so wenig Chars gibt. Klar. Immer wenn ich das sage, werden es gehatet, weil es ja so viele Waffen gibt und so auch viele Movesets. Na und? Hätte man lieber mehr Charaktere einbauen können und dass jeder Charakter nur eine Waffe hat. Fände ich geiler. Oder dass man so macht wie in DW8. Ja, Dingfang ist dazugekommen, das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir absolut nicht. Ja, Zheng Liao, aber du musst auch noch was reißen hier, du musst was tun, dich zu beweisen. Fangen wir an mit Dingfang besiegen, das wäre schon mal ein guter Anfang. Ach, Zhang He, er stirbt halt. Ist eh kein Schönheitswettbewerb, was du immer meinst. Also, brauchen wir dich auch nicht. Wie das klingt. Ach, Zhang Xiao, Mr. Monopoly, hau ab! Ich möchte nicht über losgehen und auch nicht direkt ins Gefängnis. Lass es einfach. Ja, der Sohn von Zheng Liao hat Probleme. Nein, ich kann mich nicht aufteilen. Nein, das geht nicht. Ich heiße nicht SpongeBob Schwammkopf und kann mich in 50.000 Stücke teilen. Ach komm, Suzi, zieh auch gleich deinen Vorhang zu. Glaube ich, der Vetter von Zuran. Irgendwie so, ich komme da immer so durcheinander. Das ist ärgerlich, ich weiß. Aber wenn ich mal ganz viel Zeit habe, werde ich mich da noch weiter reinknie und mich da noch mehr informieren zu jedem Offizier, ey. Weil es mich ja megamäßig interessiert. Ich vergesse es auch mal schnell wieder. Ah, Dingfang, du bist so nervig. Manchmal hat Liu Zhan besiegt. Cool, danke, die Schwuchtel ist geflohen. So, Second Musu. Zack, 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 zack. Boom. Cool gemacht. Das war wohl zu viel für Dingfang. Bisschen zu schnell. You are too slow. Ach komm, Chengpu. Chengpu. Wie hast du das denn geschafft? Was macht der denn da für Stunts? Du sollst nicht einen Turnverein beitreten oder so. Ja, wie Dingfang wurde besiegt? Ich habe ihn besiegt, ja. Ich möchte jetzt auch die Ruhm. Was soll das denn jetzt? Kommen Lian Chi noch? Ey, interessante Schlacht. Ich dachte erst, wir haben voll die krasse Überzahl und jetzt kommen immer mehr Verstärkungstruppen und langsam denke ich echt, wir schweben in Lebensgefahr. Ah, ihr Like Boss abkürzen hier. Cool, cool, cool. Oh shit! Ich sehe Lian Chi und Co. Die gehen in Richtung Manchong. Manchong ist, glaube ich, der Einzige, der noch die Westfront erhält. Da im Osten nicht so viel los ist. Werde ich jetzt auch mal die Westfront unterstützen. Dann werden wir uns zuerst um Zuran kümmern. Und dann werde ich in die Mitte gehen.
Wang Lang hat Ganning besiegt. Der Seta im Osten läuft's. Selbst Wang Lang, und wie er nicht der Stärkste ist, kann sogar Ganning besiegen. Unglaubliche Szenen spielen sich ab. So! Was muss er? Was ist mit dir los? Ja, erober du mal ein bisschen. Mobilisieren hat er eingesetzt. Cool. Jetzt gehen sie ab hier. Alle mobilisieren sich. Boah, was mache ich denn jetzt? Hier sind viel zu viele Gegner. Ich weiß, was ich mache. Ihr wisst es auch. Ja! It's over 9000! Wir müssen Super Saiyajin Modus aktivieren. Und Xu Sheng ist down. Aber um die wichtigen Gegner kümmere ich mich nicht, ne? Lian Chi bleibt am Leben. Nein, ich glaube, du kannst nicht bei ihr landen. Du kannst sie ruhig umbringen. Lian Chi ist schon vergeben. An Sun Quan. Komm schon, Ling Tong wenigstens noch fast besiegen. Yes. Was willst du mir antun, Ling Tong? Ha! Das war's. Cool gemacht. Aber Waffenwechsel, um ihn zu betäuben. Dann zu besiegen. Auch wenn es ein bisschen riskant war, weil ich deine Waffe Nachteil war, aber. Hat's mir aber geschadet! Nein, ganz im Gegenteil. Muss auch mal solche Aktionen starten. Komm schon! Zuran! Einen komischen Bogen, aber er hat echt den Bogen raus. Fuck. Schwerer Gegner. Ah, ich krieg das schon hin, Freunde. Ich bin der meiste Symmagie. Ne, ernsthaft. Bin ja nicht von vorgestern. Bin 20 Jahre alt. Kriege den ja wohl down mit 14 Jahre DW-Erfahrung. Also bitte. Was machst du da, Zuran? Die Wand abknutschen? Hm. Ist keine andere Freundin oder was? Also die Wand weiß ich nicht. Meine, wenn du drauf stehst, also es ist ja ein bisschen speziell, deine Liebe, aber okay. Ich respektiere es. Ah, nur Bullshit wieder. Liegt einfach daran, weil wir jetzt ein bisschen Spaß haben wollen bei diesen optionalen Schlachten im freien Modus. Da muss ja nicht immer wieder was Informatives zu den Schlachten sein, weil ja alles eigentlich fiktional ist. Sowieso in deinem Story nach Extreme Legends. Deswegen ist das eh egal. Aber Dynasty Warriors 3, ich muss alles dran geben, dass ich das beste Dynasty Warriors 3 Let's Play mache, weil das ist mein Spiel, damit bin ich aufgewachsen, damit habe ich DW lieben gelernt. Ja, drin gehe ich auf, die Soundtracks gefallen mir am besten, die Maps gefallen mir am besten. Ich kenne es auswendig, das Spiel. Da muss ich echt gutes Let's Play abliefern. Sowohl witzig als auch informativ, also da könnt ihr euch echt auf was freuen. Also müssen wir erstmal hier Luxun besiegen. Wenn ich Luxun jetzt nicht besiege, dann kann ich DW 8 Extreme Legends nicht abschließen und dann kann ich nie DW 3 bringen. Spaß beiseite. Natürlich kein Problem hier. Das steht dir! Jiaxu das Schwert. Das steht ihm besser als seine Main-Waffe. Hi Husea, was machen die denn hier? Ihr sollt mich doch beschützen! So viel zum Thema Mobilisieren, ne? Gümpeln sie hier einfach rum. Ja, Level 131. Cool, cool, cool. Ja, so schlecht war es nicht. Viele Verstärkungstruppen, bisschen zu viel hin und her, aber okay. Das war die allerletzte Schlacht gegen Wu. Im nächsten Part werden wir mit den Schlachten gegen Wei anfangen. Es geht direkt interessant hier los mit... Yuan Shao, da muss ich schon wieder die Adling nehmen. Das gibt's doch nicht. Wie oft habe ich schon Yuan Shao genommen in diesem Let's Play? Hat ihr das mal gezählt? Ich tippe mal so auf 6 Mal. Das ist fucking viel. Aber okay, ich mag ihn ja. Viele haten ihn, mochten den alten Yuan Shao lieber. Ich mochte auch den alten Yuan Shao lieber. Vom Aussehen. Wobei ich sagen muss, der neue Yuan Shao, der hat einfach mehr Charakter. Der alte Yuan Shao, der hat gar keine wirkliche Persönlichkeit. Der war einfach nur so ein Befehlshaber, so ein edler Ritter. Aber ja, jetzt ist halt immer... Er hat eine Persönlichkeit, richtig. Immer, ich bin der Geilste, ich bin der Adlige, ihr seid nichts.
Es kommt jetzt besser zur Geltung. Früher hat er zwar auch schon ein bisschen gesagt, aber dass sich irgendwie nur immer so auf seine Familie bezogen. Weiß nicht. Aber ich mochte den alten Yuancha auch lieber. Nicht falsch verstehen. Na egal, Freunde. Nächstes Part geht's los. Letzter Konflikt bei Guandu. Das wird auch vor allen Dingen interessant. Weil Lubuya dann bei Cao Cao ist. Jetzt nicht denken, schon wieder Guandu. Hat's doch schon tausendmal in diesem Let's Play. Nur. Jetzt hier gegen Cao Cao mit Lubu. Das wird sehr schwer. Sehr interessant. Weil Lubuya eigentlich in diesem Spiel, selten gut ist, kann man sagen. Naja, Freunde, würde ich sagen, Daumen hoch, falls es gefallen hat, falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis dann und ciao und danke fürs Ansehen. Macht's gut und haut rein.